28 hatte den Titel dann abgegeben, hatte unter anderem noch einmal den deutschen Hans Heimann in der 11. Runde K.O. geschlagen und ging dann auch rüber. Amerika lockte. Und Max, mit der guten linken Arbeit, da, er war Europameister im Halbschwergewicht gewesen, von 27 bis 28, hatte den Titel abgegeben, boxte dann nur noch im Schwergewicht, wurde deutscher Meister 28 durch einen Punktsieg über Franz Diener. Ja, und dann eben rüber. Im November 28 K.O.-Siege über Joe Monte. Am 4. Januar 29 Punktsiege über Joe Sekira. Am 22. Januar K.O.-Siege in der ersten Runde über Pietro Corri. Und am 1. Februar 29 K.O.-Siege in der 9. Runde über Johnny Risco. Das machte ihn populär. Da war er interessant geworden für das große amerikanische Boxgeschäft. Und wir haben ja schon in der ersten Folge unserer Box Classics diesen Kampf mal gebracht, weil wir den Max gleich am Anfang drin haben wollten. Max treibt, hat die bessere linke draußen. Paulino Zkuden ist einer der Kloppenbill, der baskische Holzfäller. Das war so der Spitzname. Das war so der Spitzname, den man ihm in Amerika verpasst hatte. Max hatte 1927 15 Mal gewonnen. Hatte 28 auch gewonnen, aber da gab es eine K.O.-Niederlage in der ersten Runde in Frankfurt. Danach wurde er dann deutscher Meister im Schwergewicht. Also auch ihm war der Blitz-Knockout, der Blitz aus heiterem Himmel nicht fremd. Uskudon ist passiver. Er meint, dass er aus der Deckung heraus kloppen könnte, abtauschen könnte. Max macht den Kampf systematisch. Uskudon always moving in, trying to rip his right to Schmeling's body. Und was die Amerikaner rühmten und was dazu beitrug, dass er gerade da drüben so ungeheuer populär wurde und blieb bis in die heutige Zeit, das war seine faire, seine saubere Art zu kämpfen. Und er zeigte ja nicht nur das, was man braucht, nämlich Wissen und Können und Wollen, um ein Champion zu werden, sondern er hatte außerdem eine unbeirrbare Konsequenz in seinem Stil. Ja, Konsequenz ist ja heute eine ausgesprochene Seltenheit. Nicht nur im Sport, eine Seltenheit, auch anderswo auch. Ja, Max hat den Kampf in der Hand. Uskudon ist 30, but he's rough and tough and plenty hard to beat. Es ging ja um etwas. Das war beiden bekannt. Wer hier gewinnt, bekommt die Chance, um den freien Titel im Schwergewicht zu kämpfen. Und der Titel war seit einem Jahr frei, seit Gene Tunney's Rücktritt. End of round five. In the next four rounds, Smelling tries to mix it with Uskudon. But the big Spaniard outslugged him. Die 10. Runde, der Kampf ging über 15 Runden. Schmeling on the right. Max macht das Tempo. In diesem Kampf, er ist ganz klar der schnellere Mann. Uskudon ist stark und ist mit seiner Kraft immer gefährlich. Aber er wäre vielleicht ein noch besserer Boxer, wenn er möglicherweise, na sagen wir mal,
30 Kilo Schlagkraft weniger hätte und dafür 30 Gramm Fantasie mehr aufreißen würde. A lot of the fans are commenting on the striking resemblance between Schmeling and former champion Jack Dempsey. Nein, das wird immer wieder dann drüben mal erwähnt, dass er ja ein bisschen so aussieht wie der legendäre Jack Dempsey. Das macht ihn auch natürlich zusätzlich populär. Since Schmeling started boxing this round, he's showing quick results. He's got Uskaden's eyes all puffed up. Max behält die Übersicht, auch wenn der Spanier immer mehr drängt, immer mehr nach vorn rollt. Und Max macht das, was noch gar nicht so selbstverständlich war. Er weicht aus, er sieht auch die Schläge und er geht weg und kontert dann. Hervorragende Kondition. Und immer wieder schnell ran. Mit diesen kurzen, kleinen Schritten immer wieder schiebt er sich ran und bearbeitet Paulino Scudon, beschäftigt ihn und gibt ihm wenig Möglichkeit, irgendeine Aktion langsam aufzubauen. The end of round 10. Dann die 15. Runde. Max kam rüber, gerannt, wollte weitermachen und er lag eigentlich schon, da gab es keinen Zweifel, zu diesem Zeitpunkt deutlich in Führung. Trotzdem drückte er noch aufs Tempo. Uskaden is a badly beaten man. He can hardly stand. Es war also der fünfte Kampf in den USA und es wurde sein fünfter Erfolg. Max hatte den Durchbruch geschafft. Er schwamm oben auf der Welle des Erfolges und er erwarb sich durch den Punktsieg nach 15 Runden das Recht auf einen Titelkampf um die Weltmeisterschaft. Der Deutsche war eine feste Größe in allen Kalkulationen, die die Schwergewichtsszene betrafen. Beide boxten übrigens noch zweimal gegeneinander. Einmal in Barcelona gab es einen Unentschieden und einmal dann viel später in Berlin wieder einen Punktsieg. Dieser Paulino Uzkudun galt als unausnockbar, ein zäher Bursche. Hackklötzchen, der alles wegschluckte, was da auf ihn abgefeuert wurde. Aber er war eben nur stark, er war nur hart in einer Zeit, in der schon die Technik und die Taktik eine immer größere Rolle spielte. Amerika horchte auf, Deutschland jubelte, ein deutscher Schwergewichtsboxer war ganz oben dabei, hatte sich einen Platz oben im Schwergewicht erkämpft.
Das war schon etwas. Und das tat auch den Leuten gut, damals 29. Ähnlich wie den Fußballfreunden später nach dem Krieg, der Gewinn der Fußballweltmeisterschaft. Max Schmeling wins and becomes a top contender.